Hohoho. Ernsthaft? Okay, das funktioniert nicht. Wofür so ein Zauberstab eigentlich gut, wenn man ihn nicht gebrauchen kann? Der Schaukasten lässt sich. Ja, ist klar. Warte, wir schauen nochmal nach. Vielleicht ist ja bei einer der Akten ein Schlüssel dabei. Irgendwie so ein Fliegerass oder sowas. Wir schauen mal nach bei P-Bist-T. Da waren wir stehen geblieben. Habba der Große. Habba der Große, einziger Schüler dieser Akademie, dessen Breite seine Höhe übersteigt, erhielt heute seinen Abschluss. Er wird uns fehlen. Warum heißt er dann der Große? Percy Smith. Der Schüler Percy Smith hat während des Lauftrainings in einem Abfalleimer eine Stinkbombe explodieren lassen. Die Schüler liefen nie schneller. Schüler Smith erhält eine Auszeichnung. Liefen nie schneller. Peter, Ernsthaft? Troll. Die Jägergilde hat uns gebeten, einen neuen Hausmeister zu suchen. Das Schnarchen und Schmatzen des mürrischen Trolls Peter vertreibe die Wildtiere im Umkreis von Meilen. René Beetle. René behauptet, mit einer gewissen Lucy in einem Himmel voller Diamanten gewesen zu sein. Mädchenbesuche sind in dieser Schule streng untersagt. Pilze ebenso. Alles klar. Russell, der Untote. Der untote Zauberer Russell häutet sich ohne Unterlass. Es liegen zahlreiche Beschwerden des Putzpersonals vor. Ja, manche können es einfach nicht lassen, ne? Sascha Schalleshukulatsch. Dieser Eintrag wurde nur hinzugefügt, um jemandem, der ihn laut vorlesen muss, das Leben schwer zu machen. Sorry. Hey, das ist nicht nett! Sehr schön. Serena Derbmancer. Serena entdeckte durch Zufall eine neue Art der Magie. Ein zweiter, davon völlig unabhängiger Zufall sorgte für die Zerstörung des Labors. Autsch. Speed Stir. Dokument nicht gefunden. Meinen Sie vielleicht Speedster oder Speedstar? Tja. Müssen wir mal auf Wikipedia fragen. Taragor Biratan. Taragor verlor das heutige Bogenschießen, da er seinen Bogen in die falsche Richtung abfeuerte. Wir haben seiner Familie Blumen geschickt. Toby Corner. Wow. Toby von der Corner. Runde Sprüche? Mangelhaft. Eckige Sprüche? Gut. Was bitte sind runde und was sind eckige Sprüche? Wir sind durch. Ja. Können wir ihn vielleicht fragen? Hier wegen dem Schlüssel oder so? Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Ja. Wegen der Aufgaben. Ja. Ach, doch nicht. Erstmal fett stören, weißt du. Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Tun Sie das. Etwas haben Sie immerhin schon geleistet. Yep, ist korrekt. Okay, wir müssen irgendwie das Schloss aufbekommen. Im Moment habe ich... Nein. Können wir das hier mit nicht irgendwie aufmachen? Nee, ne? Schade. Warte mal, Blasebalg. Oh, schade. Ich dachte, vielleicht könnte man das da so... wegmachen, dass sich vielleicht darunter irgendwie der Schlüssel befindet oder so. Dabei hat in den letzten 20 Jahren niemand die Schule betreten. Zumindest soweit wir wissen. Warum war das jetzt gerade so komisch? Wie soll ich die Halle nur sauber kriegen? Und das bis 72 Uhr. Das ist nicht einfach nur Staub und Dreck. Es ist hart wie Stein, so als wäre es von tausenden Füßen in den Boden getreten worden.
dabei. Im Moment hab... Okay, alles klar. Nein, nein, nein. Er hat ihm derzeit nichts zu sagen. Ich habe gerade nicht. Können wir ihn vielleicht irgendwie. Warte mal. Nein, das geht auch nicht. Und hier. Geht auch nicht. Können wir das vielleicht so? Nein, vielleicht hier. La 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 la. Die Nummer von Meister Markus nützt mir nichts mehr. Er ist bestimmt schon auf dem Weg zu seinem Live-Rollenspiel. Sagt er noch was anderes bei dem Block? Die Nummer von Meister Markus. Nein. Die Nummer von Meister Markus nützt. Ja, ist ja gut. Schnauze, sonst Beule. So, schau mal ganz kurz nach. Haben wir noch hier irgendwas hier zu benutzen? Also, hier haben wir nichts mehr. Wir gehen mal hier rein. Haben wir hier irgendwas? Ja, theoretisch das hier, aber dann machen wir ja nichts. Meister Markus hat mir alles gesagt, was ich wissen muss. Ich wünschte nur. Warte mal. Können wir das vielleicht hier so? Nein. Können wir. Nein. Vielleicht. Nein. Und was. Nein. Im Moment habe ich... Ja, ist ja gut. Und nein. Vielleicht den hier? Nein, auch nicht. Den könnten wir eigentlich auch zum Pusten nehmen. Also in Eingangshalle. Hallo. Oder halt als Staubsauger oder so. Aber ich finde jetzt hier nichts mehr, was ich machen kann. Na, hier oben ist auch nichts. Nix da, meine Lieben, nix da. Aber wir sind theoretisch hier fertig. Hier haben wir halt die Sachen hier, die beiden Sachen, ihn zum Reden, aber mit ihm können wir gerade nichts sagen oder reden. Hier hinten haben wir komplett alles durch, also da ist nichts mehr drin. Theoretisch wäre jetzt nur noch hier dieser Raum hier, das Lehrerzimmer. Hier haben wir halt das Feuer, die Uhr, den Plan und das Pulver hier. Aber das Pulver kommt jetzt nicht dran. Der Direktor gibt mir nichts von seinem Reisepulver ab. Dabei ist es wichtig. Eine Schule braucht eine Bibliothek. Ich könnte fleißig in ihr lernen und niemandem würde auffallen, dass ich nicht viel über Magie weiß. Ich müsste meinen Schülern immer nur einen Tag voraus sein. Genau, man lernt mit seinen Schülern mit. Der Direktor gibt mir nichts von seinem Reisepulver. Ich könnte... Ja, okay. Wir schauen mal, vielleicht können wir hier irgendwie so... Ne? So korrekt und penibel wie Herr Bloch arbeitet, glaube ich kaum, dass man einen Unterschied merken würde. Vielleicht wird da ja Pulver rausrücken. Schau mich nicht so an. Prinzipiell eine gute Idee. Die Kobolde würden ihn mit ihrem Schabernack sicherlich zur Weißglut treiben. Aber dann müsste ich noch mehr von ihnen aus der Schule vertreiben. Warte mal. Zeit für ein wenig Ablenkung. Hoffentlich stürzt er sich wirklich auf den ersten, den er sieht, und nicht auf den kleinsten. So, das wäre das.
Als nächstes... Ah! Ach, das... Ah! Weg! Haben Sie das gesehen, Wetterquarz? Unverschämtheit! Unglaublich, was man sich hier gefallen lassen muss. Ganz schlimm, Herr Direktor. Oh, okay, wenn er weg ist, ist gut. Wir haben das Pulver. Ich würde sagen, meine Lieben, auf geht's. Da bin ich mal gespannt. Die Flammen haben sich verfärbt und das Feuer hat schlagartig seine ganze Hitze verloren. Ich glaube, es hat geklappt. Da will ich mal sagen, rein mit uns. Das Feuer ist kein normales Feuer mehr. Es ist ganz kühl und bringt mich zu jedem Ort des Kaminnetzwerks. Auf geht's. Ich vermute, ich muss nur an die Symbole denken, die auf dem Plan neben dem Bibliothekskamin gemalt sind. Eule, Wurm und Ratte. Eule, Wurm und Ratte. Wow. Wow. Die sieht cool aus. Wo immer die verschwundene Bibliothek gerade ist, ich bin jetzt in ihr drin. Hier ist das Zugemauerte. Oh. Hallo? Was ist es? Was will es hier? Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Wer spricht da? Es ist unheimlich. Es sollte nicht hier sein. Lol. Ah, das sind Bücher. Was zum... Es will sich losreißen. Hilfe! Es ist erwacht. Was will es? Dürfte ich vielleicht aufstehen? Es ist ziemlich unbequem hier. Haha, niemals! Aber irgendwann müsst ihr mich doch aufstehen lassen. Ist das möglich? Was? Dass wir ihn früher oder später aufstehen lassen müssen. Keine Ahnung. Die Antwort auf deine Frage ist, lautet, Schon gut. Ich bleibe erst einmal liegen. Ha, genau wie, Genau. Ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber ihr macht auf mich einen leicht verwirrten Eindruck. Verwirrt? Ah, wir sind Bücher. Wir wissen alles. Was für Bücher seid ihr denn? Ich bin ein großes Philosophiebuch. Und mein Kamerad hier ist Dings. Ich bin ein, man trägt Wörter darin ein und erklärt sie. Wörterbuch. Ein Worteintrag-Erklärungsbuch. Ah, okay. Alles klar. Gut, Wer seid ihr? Wir sind Bücher. Also, Ja, Bücher. Das ist ein Wort. Und ihr seid lebendig? Das geht dich gar nichts an. Was ist geschehen? Ich habe die Bibliothek entdeckt und ich habe Geräusche gehört. Das war dann wohl ihr. Das Buch ist mächtiger als der... Dings. Wie heißt das noch? Also, zum Schreiben. Richtig. Das Buch ist mächtiger als der... Dings. Okay. Ist die verschwundene Bibliothek euer Zuhause? Sie, ist nicht verschwunden. War immer hier. Für uns andere, da draußen ist sie verschwunden. Da draußen? Naja, in der Schule. Schule? Hast du davon schon mal gehört? Man trägt sie an den Füßen. Für deine Füße war die Dings hier verschwunden? Irgendetwas stimmt hier doch nicht. Wie wäre es, wenn wir zusammen herausfinden, was hier los ist? Man kann ihm nicht vertrauen.
Wir wissen nicht, was es ist. Es ist kein Buch. Ich sage, wir werfen es aus dem Fenster, damit seine Blätter in alle Winde verstreut werden. Ich glaube, du hast recht. Es hat eigene Gedanken. Das ist nicht gut, denke ich. Tut mir leid, aber die Sache wird mir zu bunt. Vorsicht! Es reißt sich los. Es kommt direkt auf uns zu. Was für ein Monster. Ich will euch nichts tun, aber irgendetwas ist hier doch mehr als seltsam. Und ich lasse mich nicht aus dem Fenster werfen. Es soll weggehen. Wir mögen es nicht. Wir kennen es nicht. Es macht uns Angst. Garstiger Hobbit. Hobbit. Ja gut. Wir schauen mal nach. Was haben wir denn überhaupt hier? Wir können mal ganz kurz... Die Mauer. Diese Wand. Dieser Bogen. Es sieht aus, als gehöre hier eine Tür hin, aber... Da ist nur eine kalte Steinmauer. Das ist hundertprozentig die Mauer, die in den Haupteingang gehört, wo ich gesagt habe, da ist so eigentlich eine Tür oder ein Durchgang. Hundertprozentig ist das hier die... Der Schreibtisch sieht nicht aus, als sei er für lesende Schüler gedacht. Er könnte dem Bibliothekar gehört haben. Und wenn ich mir so die Werkzeuge ansehe, könnte ein großer Teil seiner Arbeit in der Pflege und Reparatur von Büchern bestanden haben. Vielleicht sind ja noch ein paar Seiten da. Was? Zettel? Oh, betrachte das kaputte Buch. Dieses Buch ist in einem mehr als schlechten Zustand. Es ist aus dem Leim gegangen und mehrere Seiten fehlen. Hier liegt eine der Seiten. Ich stecke sie ein. Wow. Das ist das sechste Blatt. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch eins. Ja, dann. Wenn ich das Buch reparieren könnte, würde das die anderen Bücher vielleicht davon überzeugen, dass ich es gut mit ihnen meine. Ich müsste dafür die fehlenden Seiten zusammennähen und dann mit dem Buchrücken verleimen. Dumm, de du, de lüt. Hä? Weißt du etwas über Buchreparatur? Ich weiß alles. Man muss die Seiten zusammennähen, oder? Immer so ein paar Blätter. Korrekt. Die sogenannten Lagen. Und diese Lagen werden dann in das Buch geklebt. Korrekt. Man benötigt dafür Weizenstärke-Kleister. Den habe ich nicht. Alternativ können auch alchemistisch hergestellte Klebstoffe oder einige Naturprodukte, wie zum Beispiel Trollrotz, verwendet werden. Trollrotz? Korrekt. Trollrotz bildet die Grundlage vieler Industrieklebstoffe. Danke für diese wertvolle und etwas eklige Information. Alles klar. Wenn es hier nicht so unheimlich wäre, könnte die Bibliothek ein richtig schöner Ort sein. Ich glaube, früher war sie das einmal. Zierdeckchen sieht man sonst nicht in der Schule. Wir schauen mal nach, was wir sonst noch haben. Betrachte den Zettel. Ein Zettel? Das ist ein Zauberspruch. Ich glaube sogar... Ja, es ist der Feuerzauber. Der wichtigste Spruch für Zauberer. Endlich habe ich ihn. Und ich weiß auch schon, wo wir den anwenden werden. Und zwar direkt auf der Stelle. Zack. Easy. Der Feuerzauber kann nicht lange aus sich heraus brennen. Er ist dafür gedacht, brennbare Gegenstände zu entzünden. Alles klar, wir brauchen also einen Brennstoff. Was haben wir denn da drin? Die Reise durchs Kaminnetzwerk ist alles andere als komfortabel. Man wird in einen Strudel gesogen und überall sind Öffnungen. Aber irgendwie bin ich trotzdem beim richtigen Kamin rausgekommen. Ja, dann... Schau auf den Schreibtisch. Ja gut, nimm das Zierdeckchen. Feines Zierdeckchen, alles klar. Wir schauen trotzdem nochmal auf den Schreibtisch. Wir schauen mal, was wir da doch so finden. Was haben wir denn hier so Schönes?
Hm, Leuchtquallen überleben normalerweise nur einige Jahre, wenn sich niemand um sie kümmert. Vielleicht haben die Bücher sie gefüttert, damit sie hier nicht völlig im Dunkeln hocken müssen. Ja, dann? Was haben wir denn hier für Materialien eigentlich? Wäre das nicht schrecklich, in einer Bibliothek eingeschlossen zu sein und nicht genug Licht zu haben, um all die wundervollen Bücher um einen herum lesen zu können? Ja, echt mal. Okay, wir schauen mal da, was haben wir sonst noch? Wir haben nur noch das hier. Wenn ich das Buch reparieren, ich müsste... Alles klar. Was haben wir jetzt noch alles? Schau hinauf. Ich glaube, da oben geht die Bibliothek noch weiter. Man kann kaum etwas erkennen, weil es so dunkel ist. Und ich sehe auch keine Leiter oder Treppe, die dort hinaufführen würde. Wenn der Bibliothekar nicht gerade ein Tier, ich meine, ein Affe war, weiß ich nicht, wie er dort hinaufkommen sollte. Ich glaube, der war ein Affe. Habe ich so in der Vermutung so. Schau uns doch mal die Mauer an. Es ist fast, als hätte sich dieser Raum vor der Welt versteckt. Oder wurde er vergessen? Vielleicht wurde er auch zugemacht, um das Wissen zu wahren. Diese Wand? Okay. Die Bücher haben sich in die Regale zurückgezogen. Ich kann nicht sagen, welche von denen mich angegriffen haben. Gut. Ob die Bücher schon immer lebendig waren? Oder wurden sie durch diesen Ort zum Leben erweckt? Und sollten Bücher nicht schrecklich kluge Geschöpfe sein? Warum sind diese hier so... einfältig? Nimm ein Buch. Oh. Das ist seltsam. Die Schrift ist ganz blass und unscharf. Es ist fast so, als ob... Ja? Ich muss mich erst an lebendige Bücher gewöhnen. Die Bücher sind alle blass geworden. So wie dieses Blatt Papier. Also müssen wir irgendwie die Schrift schärfen. Können wir das Platzdeckchen eigentlich verbrennen? Leider nicht. Ah, ein Papier, okay. Ein oder zwei leere Blätter aus meinem Notizblock sollten reichen. So. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir hier... hier können wir reden. Rede mit den Büchern. Hört mal, ich will euch nichts tun. Ich habe euch gesucht. Ihr sollt samt der Bibliothek zurück in die Schule kommen. Es will weggehen. Es macht uns Angst. Aber ich tue euch doch nichts. Wie kann ich das nur beweisen? Weg, weg! Okay, diese Flüsterstimmen sind so ein bisschen... die Schublade. Ich will jetzt alles hier gesehen haben. Vielleicht finde ich ja irgendwas, was ich... Dinge zu gebrauchen leer. Kann. Alles, was da mal drin gewesen sein könnte, scheint über den Schreibtisch verteilt zu sein. Ja, dann. Ich brauche Holz für den Kamin. Und bevor ich Bücher oder ein Regal verbrenne, nehme ich lieber etwas, das niemand zu benutzen scheint. Bitte was? Eine Schublade. Er verbrennt erstmal fett eine Schublade. Willst du mich verarschen? Davon sollte Direktor Bloch lieber nie erfahren. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist alles ruhig. Alles klar. Ignifaxius Ignisfero. Langsam habe ich den Dreh richtig raus. Was hat es getan? Es hat den roten Fresser gerufen. Nein, nicht wirklich. Ich reise lieber zurück. Das war der Rest des Kaminreisepulvers. Aber ich glaube, es hat gereicht. Auf geht's. Das ist der Rest. Also wie viel hat denn der verbrannt davon? Okay, mal eine Frage. Ist da eventuell die Bibliothek hinter? Kann er uns vielleicht helfen? Nein. Ich habe gerade...
dachte ich mir. Weil hier ist ja auch ein Buch zu sehen. Wir sagen immer Bescheid. Wer sich wohl jetzt fragt, wo das... Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Wo das Dingens ist? Ja. Wegen der Aufgaben. Ja. Ich war in der Bibliothek. Sie ist in Ordnung. Mehr oder weniger. Tatsächlich? Wo ist sie? Naja, es ist nicht ganz einfach hineinzukommen. Man braucht ein bisschen Magie. Das ist inakzeptabel. Die Bibliothek ist ein Raum wie jeder andere auch in diesem Gebäude. Und sie muss damit leben, dass Personal und Schüler sie auf konventionelle Art betreten wollen. Durch die Tür. Aber wie... Es ist mir egal wie. Holen Sie den Raum zurück, Professor. Dann kann ich auch endlich dieses lose Blatt hier dahin zurückbringen, wo es hingehört. Loses Blatt? Was ich noch wollte... Dieser Zettel, den Sie da haben, er sieht aus wie eine Buchseite. Ja, so scheint es. Es handelt sich um einen unvollständigen Reisebericht. Der Reisende, offenbar ein Forscher, erzählt von einem Land namens Laputa. Dort sollen alle Künste, Wissenschaften, Sprachen und Handwerke auf eine neue Grundlage gestellt werden. Sehr spannendes Konzept, aber leider unvollständig. Wenn Sie mir die Seite geben, könnte ich vielleicht das dazugehörige Buch für Sie finden. Keine schlechte Idee. Ich brauche die gesamte Geschichte. Ich bin sicher, alles nimmt ein gutes Ende und kann als Vorbild für uns dienen. Hier, nehmen Sie. Sehr gern. Die letzte Seite. Okay. Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Tun Sie das. Etwas haben Sie immerhin schon geleistet. Laputa. Ich habe alle fehlenden Seiten. Jetzt müssen diese Seiten zu einer Lage zusammengenäht und anschließend in den Buchrücken geklebt werden. Das Nähen können wir auch mal eben übernehmen. In Ordnung. Ich nähe die 7 zusammen. Geschafft. Eine schöne neue Buchlage. Sehr schön. Ohne Scheiß. Warum kommt unbedingt der Name Laputa hier dann vor? Ich muss mich mal über Laputa informieren. Also, ich kenne so ein bisschen was von Laputa und darüber gibt es auch einen sehr schönen Animationsfilm vom Ghibli-Studio. Aber, dass das auch in dem Spiel vorkommt, muss ja, glaube ich, eine Bedeutung haben, dass es auch woanders verzweigt ist. Ich glaube, ich habe alle Seiten gefunden und ich habe sie ordentlich zu einer Lage zusammengenäht. Mir fehlt nur noch der Leim. Oder der Trollrotz, wenn es denn sein muss. Ja, okay. Dann würde ich sagen, brauchen wir den Trollrotz. Ich glaube, hier finden wir jetzt nichts. Ich dachte aber, ich könnte das hier vielleicht ablegen. Ich glaube, ich habe... Mir fehlt... Nein, kann ich natürlich nicht ablegen. Warum sollte ich auch? Okay, einmal zurück und einmal hier durch. Und, Ich habe gerade nichts mit ihm zu bereden. Und das ist doch gut so. Hallo, Trollrotz? Vielleicht mal, ne? Feenzauberte Medizin. Ja! Zeig mir mal das Deckchen. Guck mal hier, ist das nicht schön? Hässlich. Das stimmt nicht. Ich habe es von meiner Großmutter. Es ist ein Erbstück, das mir viel bedeutet. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Ha, ich habe dich reingelegt. Ich wollte, dass du in das Tuch reinschneuzt. Oh, wow. Du bist so toll, Spinner.
Okay, auf. Wir machen uns jetzt darauf, die Buchseiten zusammenzukleben. Auf in die Bibliothek. Hält der sich eigentlich immer die Nase zu, oder was? So. So, mein Lieber. In Ordnung. Ich schmiere etwas Trollrotz in den Buchrücken. Und dann klebe ich die Lage vorsichtig ein. Das war's. So gut wie neu. Ich versuchte aufzustehen, konnte mich aber nicht bewegen. Während ich auf dem Rücken lag, bemerkte ich, dass meine Arme und Beine festgebunden an dem Boden hafteten. Dasselbe war mit meinen sehr langen und dicken Haaren der Fall. Auch fühlte ich mehrere kleine Binden am ganzen Leibe, von den Achselhöhlen bis zu den Schenkeln. Ich konnte nur aufwärts blicken. Die Sonne war sehr heiß und ihr Licht blendete meine Augen.